Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Video zu zum Ostia. Leider gibt es momentan immer noch keinen Gegner, deswegen werde ich nochmal gegen die KI spielen, diesmal auf eine Ostia-Karte. Wie ihr hier seht, gibt es momentan 1 gegen 1 Maps 5 Karten. Ich denke mal, ich muss mal kurz überlegen, welche war nochmal ziemlich gut. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, ich denke mal, ich werde einfach mal die hier spielen. Bin mir gerade nicht sicher, welche das ist, ob ich die überhaupt kenne. Ich bin mal gegen normalen. Nicht, dass ich wieder auf die Fresse bekomme wie im letzten. Ich denke mal, machen wir mal wieder mit normalen Siegmarken. Festgelegt, dann starte ich von unten. Perfekt. Und ja, starten wir. Ja, im ersten Video konnte ich jetzt nicht so viel die Einheiten genau vorstellen, da ich ein bisschen zu beschäftigt war mit dem Spielen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die nächste Doktrin mal nehmen, die dann ein bisschen vorstellen. Und ja, die Einheiten kennt ihr ungefähr jetzt wahrscheinlich schon. Und da kann ich jetzt vielleicht mal noch die Einheiten spielen, die ich im letzten Cast nicht verwendet habe. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, dann Mercer zu spielen, weil ich bin nicht so der große Fan von Mercer, außer man hat wirklich die Gelegenheit dazu. Ja, die Doktrin, die ich jetzt nehmen werde, ist die Elite-Doktrin, beziehungsweise Elite, wer ist sie? Elite der Armee oder so, keine Ahnung. Da habt ihr, das ist eigentlich auch eine sehr gute Doktrin, da habe ich richtig krasse Truppen zur Verfügung. Ein Jägertrupp, das ist der best ausgebildete Trupp überhaupt. Da habt ihr dann Zugriff auf STG, auf Panzerstrecks, auf MP40, also das ist wirklich richtig hardcore. Dieser Trupp kostet natürlich auch dementsprechend und muss freigeschaltet werden. Ihr habt dann noch ein bisschen Panzerunterstützung und das Tolle ist, ich kann jetzt Tiger bauen. Und zwar in meinem T4 kann ich Tiger bauen. Das ist extrem geil, finde ich. Und wie gesagt, es ist so, habt ihr im ersten Cast ja hoffentlich auch schon gesagt, ihr habt im T4 drei Panzer zur Auswahl. Den Panzer 3, den Stuck 3 und den Kugelblitz. Und als vierten Panzer habt ihr einen schweren zur Auswahl und das hängt von der Doktrin ab. Die erste Doktrin ganz links, die, was ich im ersten Cast genommen habe, da bekommt ihr dann einen Panther dafür. In der Doktrin bekommt ihr einen Tiger und hier bekommt ihr einen Panzer 4. Ja, Karte ist eine EF-Map. Ich muss sagen, die habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Die habe ich vielleicht erst einmal gespielt. Mal grob anschauen. Ja, ein bisschen so ein halbes Industriedorf. Was ganz gut ist und was mich auch hoffentlich retten wird, die KI, wenn ich das sehe, kann nur hier raus und hier raus. Das heißt, ist bei mir wahrscheinlich genauso, ja, ich kann nur hier oben raus und hier raus. Wenn man das entsprechend gut macht, kann man da irgendwie... Moment mal, habe ich jetzt den Fehler gemacht? Krasser Fehler, ja. Muss ich vielleicht doch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Ich denke mal, die wählen wir gleich aus. Elite-Truppen, die Elite-Truppen des Ostias sind die best ausgebildeten und ausgestatteten Truppen des Reichs. Klingt gut. Nehmen wir, da habt ihr auch ein paar geile Sachen. Dem erhaltet ihr schneller Veteranstufen. Dann bekommt ihr Kampfbonus, wenn ihr ein Elfenkettenfahrzeug seid. Und Sturmtiger, das ist so ziemlich die krasseste Einheit auf dem Spielfeld. Der wollt ihr nicht begegnen, wenn ihr feindlich gesinnt seid. Jo, was gibt's hier für Ressourcen? Gibt's hier noch irgendwo einen Zehner da oben? Es gibt nur hier unten einen Zehner, wenn ich das richtig sehe, dann sichere ich den. Und hier oben lauf einfach mal da hoch. Ja, ich denke mal, ich spiele diesmal keinen Sniper, den habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich werde versuchen, so schnell möglich auf T2 zu gehen. Und dann auch auf T3. Und werde meine Luchse ein bisschen besser einsetzen. Aber ich brauche hier noch einen Cut-Off, sehe ich gerade. Das wird der Cut-Off sein, jawohl. Und werde versuchen, mit den Luchsen ein bisschen besser umzugehen. Das ist auch ein bisschen komisch, denn die KI hat manchmal irgendwie eine Macke und spielt nur Pioniere und Panzer. Das ist ziemlich nervig. Pio-Spam und Panzer-Spam, das ist zwar nicht schwer zu countern, aber nervig. Im letzten Spiel allerdings hat sie normal gespielt und alle Truppen eingesetzt und dementsprechend habe ich auch verloren, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet habe. Aber gut, das war vielleicht auch ganz interessant, mich mal verlieren zu sehen. Gegen die KI. Bisschen peinlich, aber gut. Die KI ist ja auch nicht so extrem schlecht. Ja, mein Ziel im Prinzip hier unten, den Zehner zu sichern, kann ich auch ganz sichern. Mein absolutes Ziel vielleicht hier vorne irgendwie was zu machen. Ich weiß nicht, ich kann ja mal meinen Einheiten dahin gehen. Wie viel kosten T2 hier oben? Auch schon der erste Feindkontakt.
25, ja gut. Ich denke mal auch, ich gönne mir gleich so einen Opel Blitz. Damit kann ich mich das Territorium hier sichern. Und was machst du? Ist das hier ein Cut-off? Ja, ich versuche einfach mal das hier zu erobern und dann das zu halten. Dann werde ich auf T2 gehen und mir ein schweres MG holen und versuchen, da hier zuzumachen. Ja, hier wird auch schon ein Outpost gebaut. Hier gibt es einen Kampf, da werde ich einfach mal rangehen, um ein bisschen Schaden zu machen. Ja, hier habe ich jetzt vergessen, was zu cappen. Okay. Zweiter Lanzentrupp kommt hier zur Unterstützung dazu. Ja, hier verliere ich die Fresse. Dann kann ich aber mit dem Pionier auch gleich mein T2 bauen. Und hier unten kann ich das auch sichern. Kann ich auch hier unten hinstellen. Dann stelle ich mich hier mal schön auf. Und du baust mir dann gleich das T2 Unterstützungskommando, Dingsbums, Zeug, was weiß ich. Bisschen Dalli. Ja, bisschen Dalli. Dann kannst du hier gleich mal was erobern. Du Achtung, sicherst der mir Feind das rückt hier. vor. Ja, gut, ich denke mal, das bringt jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob ich den hier zurückdrängen kann. Und hier unten, siehe da, da. Und auch hier schön aufgeklappt mit den Ressourcen. Finde ich einfach extrem cool. Goliath könnten wir auch noch Unsere abwerfen, Nachschubwege wurden unterbrochen. Wenn wir Ein zu viel Sektor, wir verlieren Munition den haben. Ja. Was brauche ich denn hier? Unterstützungstruppen, jawohl. Den Pionier kann ich mir in der Base lassen oder vielleicht mal hier hochgehen. Und dann kann ich auch gleich das MG holen. Unsere vorgelagerten Jawohl. Nachschubwege wurden durchbrochen. Sieht gut aus. Ah, da brauche ich halt hier zwei Punkte. Bisschen schade. Jetzt komm schon, auf geht's. Du kannst hier unterstützen. Und wenn du fertig bist, läufst du mal dahin und dann kannst du mir hier was Schönes bauen. MG auch bald fertig. Jawohl, dann kannst du hier gleich mal erobern. Dann holst du das hier mal. So, MG fertiggestellt, schwere MG-Truppe. Perfekt, da brauche ich glaube ich noch mal eins davon. Genau. Dann muss sicher gehen. Und ja, meine Taktik funktioniert ganz gut bisher. Ich kann ja auch gleich mal so Bunker baue ich mir jetzt hier mal ein. Ah, da habe ich keine Manpower. Gut, dann wird's für hier eine Mine. Kann ich mir schon was leisten? Nein, kann ich nicht. MG ist auch bald an der Front, sehr gut. Sieht es aus mit dem MG, das kann ich auch hier hinstellen. Okay, das MG kommt dann hier dahin und du deckst dann hier den ganzen Bereich ab und damit ist mal ein Zugang gesichert. Jawohl, zurückziehen. Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Und du kommst auch an meine neue Stellung. 200, dann baust du mir hier gleich mal so ein cooles Teil. Ein Bunker. MG auch aufgestellt, jawohl. Kann ich auch gleich mal. Ah, das war jetzt fail. Und dann baue ich mir auch gleich das T3. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Läuft besser als im letzten Spiel. Zum Glück. Sonst würde ich echt verzweifeln. Ja, gut, dann reißt das halt ab, wenn es mich befriedigt. Okay, also der Gegner kann nur noch hier raus und dann eben die Punkte hier oben sichern. Das ist mir egal, da ist kein Treibstoff. Bisschen Treibstoff, aber das ist nicht der Rede wert. Das kann er ruhig bekommen. 250 brauche ich, da warten wir noch drauf. Hier, auch bald fertig. Das ist auch extrem cool. Der Feind nimmt unser Territorium sieht ein. Extrem geil aus. Da können bis zu 5 Truppen rein. Also ich könnte jetzt hier auch das MG reinpacken. Oder eben ich upgrade eine Flakbatterie. Siehe in der Base. Sieht so aus. Du baust mir jetzt hier mal das T3. Hier wird noch irgendwas gekappt. 5er. Wobei ich denke mal, da kann ich den bisschen defensiver aufstellen. So vielleicht. Lass mir einfach schön breit abdecken. Und mit diesen zwei Truppen laufe ich einfach ein bisschen spazieren. Obwohl, ich könnte das eigentlich auch... Wenn der ist hier hingestellt, dann könnte ich theoretisch den auch ein bisschen defensiver aufstellen. Und das Gebiet abdecken, dass ich hier keine Flankengefahr laufe, flankiert zu werden. Du sicherst mal die VP. Ja, T3 auch fertig. Dann ist mal ein Kettenfahrzeug, das ich da vorne auch refreshen kann. Und ja, du kannst in meiner Base bleiben.
Was willst du? Erobern. Jetzt sehen wir auch wieder Randstufe 1, die Geschwindigkeit der Flankeneroberung. Randstufe 2, Aufklärungsradius. Randstufe 3, Sichtweite. Randstufe Ass, Einheitengeschwindigkeit. Das ist immer gut für den Pionier. Aber ich denke mal, ich ziehe mich doch lieber zurück, sonst verliere ich hier noch was. Und ja, auch gesichert. Minen kann ich leider mit den Trupps keine legen. Hier auch noch ein kleiner Fail. Aber das stört mich eigentlich nicht großartig. Gibt es hier irgendwo ein Gebäude, wo du rein kannst? Ja, du kannst mal hier rein. Und du sicherst weiterhin die Stellung. Hier sehen wir jetzt auch die Flakbatterie, die extrem geil ist. Die kannst du, glaube ich, auch drehen, sofern ich das richtig einschätzen kann. Was hier noch ein bisschen was? Bleibst du stehen? Ja, genau. Hier sehen wir auch die Aktion. Hier kommst du mal rein. Genau, dann kriegst du vorgelagerten Stützpunkt an. Und dann würde ich sagen, wir hatten hier Wett, schnelle Flaggenoberung und Kampfausbildung, das länger aushältst. Dann hier das Kettenfahrzeug, da können die Einheiten rausschießen. Und mit 50 kann ich auch ein MG mir holen. Das Ding bekommt jetzt mal Shortcut 1 und kommt an meine Stellung. Genau, das nächste gönne ich mir dann einen Lux. Brauche ich hier. Und Angriff. Und dann natürlich noch diesen Ja, vielleicht verlage ich jetzt mal meinen Trupp. Ja, ich habe jetzt halt keinen. Doch, einen 10er habe ich hier. Dann kommt der mal hier hin. Hier sieht alles gut aus. Kann ich vielleicht ein bisschen Minen legen, dass ich hier nicht markiert werde. Ja, aufstarren könnte ich mir jetzt. Dann ist diese Fähigkeit freigeschaltet. Ich könnte auch warten auf diese Jägertrupps. Auf das warte ich, glaube ich, jetzt auch. Denn, ja, die finde ich einfach richtig geil. Und mit dem Trupp kann ich jetzt, denke ich, auch mal hier schön erobern. Der sieht auch ganz gut aus. Dann hier schön. Die Feiglinge greifen den unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Machen. Okay, wie sieht's aus, Lux? Brauche noch ein bisschen VP. Dann mein Sankra auch bald fertig. Hier wird die Position gesichert. Und ja, ich denke mal, vielleicht gönne ich mir auch jetzt mal so ein komisches Mörser-Ding, dass ich euch das mal ein bisschen zeige, wie das aussieht. Ja, hier verliere ich natürlich gegen die Masse. Aber hier kann man dann mal cappen. Mal sehen, ob das sich wirklich lohnt. Ja, sieht auf jeden Fall aus, als wäre schneller. Unseren vorgelagerten dann hier irgendwo, wo es nicht stört. Mal hier störst du nicht. Und dann wird es auch gleich geheilt. Ja, jetzt stelle ich einfach dahin. Und zack. Perfekt. Ja, jetzt bekomme ich hier mal Treibstoff. Hier muss ich bald mal zurückziehen. Ich weiß nicht. Ne, da halte ich ein bisschen raus. Vielleicht könnte ich mir auch so Panzerfüßeliere statt die Auto. Oder ich warte auf den Jägertrupp. Wenn ich den Jägertrupp will, baue ich vielleicht die auch gleich mal ein T4. Unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Komm schon. Jawohl. Dass ich einfach ein bisschen Stimme bekomme. Ja, wo ist jetzt mein Puma? Ach, habe ich das noch gar nicht. Den Lux noch gar nicht gegönnt. Okay. Naja, scheißegal. Sieht's hier aus, sehr gut. Eine Front sieht sehr gut aus. Ja, Front. Wie gesagt, jetzt kann ich das MG noch besetzen. Und ja. Okay. Da ist es natürlich. Ja, Panzerabwehr habe ich jetzt hier natürlich keine. Verdammt. Da habe ich jetzt natürlich eine geschlafen. Einheit hat im heldenhaften Kampf ihr Leben gelassen. Welche Einheit hat im Kampf? Ein Pionier. Nein. Du darfst nicht sterben. Dann brauche ich doch irgendwas gegen Panzer. Vielleicht auch gleich. Tja, das ist ein bisschen tricky. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt auf so einen Teil setzen oder gleich lieber auf Panzer 3 warten? Wie viel kostet der? Da warte ich auf Panzer 3, den ich dann an die Front bringe. Jägertrupp kann ich mir jetzt gönnen. Sind hier, da brauche ich jetzt auch ein bisschen Zeit. Also, dann kommt schon Panzer 3, jawohl. Und warte, fuck. Nein, das darf nicht sein. Das ist dein Job. Und du bekommst ein bisschen Unterstützung von dem hier. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Naja, was ist heute los, verdammt. Tja, da habe ich jetzt natürlich ein Problem. Ich kann nichts gegen Panzer an der Front machen, da habe ich wirklich geschlafen. Oh nein, 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 nein. Das ist zu viel. Naja.
Gut, dafür habe ich gleich den Panzer hier. Dann geht ihr zweimal schön dahin. Und wo kommt mein Panzer raus? Da kommt mein Panzer raus. Da kommt mein Panzer. Ah, ich habe jetzt keine Munition, den abzutraden. Der Stützpunkt liegt unter Beschuss. Das ist natürlich jetzt optimal. Dann muss das mein Panzer immer alleine regeln. Gut. Wir verlieren einen Sektor. Und ihr müsst den hier sichern. Das hier ist der Cut-Off. Ja, das sicherst du. Du gibst hier Rückendeckung und der Panzer bleibt ja auch als Deckung. Als nächstes versuche ich doch mal einen Lux. Da brauche ich. Das Angriff habe ich schon. Gut. Ja, hier oben wird es natürlich entgegengekämpft. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Mist. Zack. Schuss. Tot. Boom. Zack. Headshot. Unsere Nachschubwege wurden unterbrochen. Den muss ich jetzt auf jeden Fall abgeschnitten. Hallo, es war schon. Die Feiglinge greifen uns. Nein, nein, nein. Du kämpfst den hier, ist alles nur Flakpanzer, halb so wild, aber die machen eben doch Schaden. Ja, ich mache keinen Schaden, klar. Du sollst das hier kaputt machen, Idiot. Melde Geländeverluste. Ja, dann sichere ich lieber doch den hier oben wieder. Ja, hier kommt jetzt natürlich noch einiges auf mich zu. Ich denke mal, ich baue mir sofort diese Panzerjäger da. Das wäre schwachsinnig. Ah, nein, das gibt's doch nicht. Wie sieht's mit dem aus? Ja, du kriegst das auch alleine hin. Gehst du einer unserer Sektoren ist das hier. Dann brauche ich doch dich noch. Ja, ich habe jetzt hier halt nicht unbedingt Plan B. Dann stellst du dich mal hier und machst hier noch ein bisschen Ärger. Jetzt kommt sicher das, auf geht's. Ah, Gott. Sicher doch mal das hier in der Zeit. Das ist mein Panzer. Ah, scheiß Wegfindung. Dann ziehst du das hier mal. Du beschäftigst den Panzer ein bisschen, während du hier von oben angreifst. Und ich denke mal, dann spiele ich hier auch mal Transporter. Und das Fahrzeug jetzt kommt schon. Auf geht's, beschäftigt den. Jetzt kann ich mir noch einen Panzerjäger kaufen. Und da gleich zwei Stück davon. Na los. Vernichte diesen Panzer. Ah, nein, da ist ein schwerer Panzer. Da habe ich keine Chance dagegen. Ich habe jetzt halt nichts gegen Panzer. Das ist natürlich extrem scheiße. Ich denke mal, da ziehe ich mich auch lieber zurück. Nein, out of control. Einheit ausgefallen. Puh, puh, puh. Tja, da brauche ich jetzt doch nochmal einen. So, dann brauche ich den hier. Hier mal was kaputt. Und du sicherst mal das hier. Und dann gönne ich mir auch gleich diese Kanone hier. Obwohl, nein, ich. Der Feind nimmt unser Territorium ein. Später meine Einheit. Du ziehst dich zurück. Feuer einfach mal nochmal einen Schuss ab. Dann zieh ich mal zurück. Und da warte ich jetzt einfach auf meinen kleinen Blob hier. Ein Panzerabwehrblob. Tja, ich habe jetzt nichts Panzerkrieg, ja, das die kann Truppen man machen. Sind bereit für den Angriff. Hier werde ich jetzt natürlich, ja, hier sieht es ganz gut aus. Wir verlieren an Boden. Nein, das sieht nicht gut aus. Fahr weg, fahr weg. Fahr in die Base rein, dann werde ich dich reparieren. Dann brauchst du hier auf jeden Fall noch zwei davon. Und ich denke mal, ich habe das Upgrade schon, dann kann ich mir hier einen zweiten leisten. Panzer ist da, jetzt habe ich einen Panzer verloren, klar. Design und dann mache ich hier mal eine kleine Battle Group. Panzerabwehr Battle Group sozusagen und damit durchkämme ich jetzt das Gebiet hier. Beziehungsweise da oben ist der erste Feindkontakt. Und das wird auch gleich zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Und damit habe ich dann vier Schrecks am Start. Das dürfte kein Problem sein. Ja, gegen Infanterie habe ich natürlich jetzt nichts, klar. Gönne ich mir jetzt einen Jäger. Angriffsreserven bereit. Ah, scheiße. Kommt schon. Haltet durch. Ja, ich will ja nichts riskieren. Ja, dann zieh ich jetzt zurück, 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 zurück.
Mein Jägertrupp hier, absolute Elite. Und ich denke mal, bei Gegebenheit werde ich dann mir das SDG 45 gönnen. Die können hier natürlich ordentlich Schaden machen, klar. Und ich denke mal, Taskforce 2. Das ist die Gegebenheit. Und nein, der darf hier nicht verlieren. Scheiße. Gottverdammte Scheiße. Tja, dann kriegst du hier dafür mal einen Sanitätsbonus. Bringt nichts. Reparaturbonus. Bringt mir auch nichts. Ja, mal Aufklärung. Auch nicht. Und die Taskforce 1 ist dafür bald wieder einsatzbereit. Ich hätte im Verbund losschicken sollen und nicht einzeln. Hier ist irgendwas. Da habe ich jetzt natürlich ein Problem. Der kann hier mit meinen Einheiten alles machen, was er will. Ich habe hier nichts gegen Panzer in der Hand. Und jetzt rücke ich einfach mal hier vor, um meine Stellung hier zu befestigen. Ich habe zum Glück noch ein bisschen Ressourcen. Und als nächstes gönne ich mir dann ein... Könnte ich mir einen Tiger? Nee, könnte ich nicht. Dann warte ich lieber auf den Stufe 3. Mach hier die Defensiv-Erfahrung. Oder dann falle ich hier die zwei Panzer in den Rücken. Sie werden hier nicht... Ja, steht noch, da steht noch mehr. Verliere ich hier auch einiges. Ein Mann. Einiges. Und kann hier dafür schön die Einheit auseinandernehmen. Du greifst den hier an. Dann kriegst du vielleicht hier was. Wir verlieren einen Sektor. Ja, der ist im Bett, genau. Ja, zack. Hauptgeschütz zerstört. Jawohl, jawohl, das sieht extrem gut aus. Eine Taskforce geht hier runter, um den Panzer hier früher oder später zu zerstören. Das ist Sanitätsausbildung. Du stellst dich hier hin, um hier ein bisschen zu verteidigen. Du stellst dich auch hier hin, perfekt. So einen Jägertrupp hätte ich eigentlich schon gern. Nochmal. Oder ich könnte. Sie sind in unseren Stützpunkt eingedrungen. Sie greifen unseren Stützpunkt an. Ja, gut, das Blick ist natürlich relativ wenig. Mach lieber doch das, was du gut kannst. Hier oben sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Ich denke mal, ich mache diese Sprintfähigkeit. Ein Angriffstrupp mal. Ist zu unseren Reserven gestoßen. Auch besser als nichts. Und ja, noch eins im Panzerjägertrupp, jawohl. Dem kann ich das hier zerstören. Wenn also zwei jetzt angegriffen sind, gegen Flammenwerfer habe ich keine Chance. Und hier sieht es dafür sehr gut aus. Habe ich hier nicht zwei gehabt. Das ist denn hier sehr gut. Das ist auch Aufklärung. Auf geht's. Lauf nicht ins MG rein. Noch ein Schuss, komm schon. Du hast noch zwei. Jawohl. Die Hauptgeschütz zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Muss ich aber akzeptieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, gut. Nein. Meine Einheit verloren. Okay, das war jetzt natürlich wiederum Fail. Da kann ich jetzt aber auch nichts dagegen machen. Tja, also ihr seht, es ist doch ziemlich nervig, die KI. Und ich werde es auch nochmal mit den Jägertrupp besser beschützen. Kriegt jetzt nochmal Shortcut 2. Und ja, ihr macht einfach das hier zunichte. Jawohl. Auf geht's. Ach so, der Feind rückt vor. Greift das an. Wie sieht's aus? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ihr könnt einfach mal hier angreifen. Und out of control, jawohl, dann greift ihr alle unsere mal hier. Nachschubwege wurden unterbrochen. Ein Sektor ist vom Nachschub abgeschnitten. Oh, das ist ein Doppelflammenwerfer, muss ich aufpassen. Aber das dürfte kein Problem sein. Und dann darfst du hier mal das hier sichern. Und du einfach hier sichern. Und ja, ich glaube, mir fehlt der Sektor noch. Den kannst du mal sichern. Sicherst mir den hier. Hier sieht es ganz gut aus. Jawohl. Vielleicht kann ich mir jetzt auch noch so einen Mörser. Oder für einen Panzerwerfer wäre jetzt mal ganz nett. So einen Panzerwerfer wäre jetzt echt ideal. Das wäre perfekt. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Da muss ich dann mich zurückziehen. Dann eroberst du das hier. Meine Jäger. Da warte ich, bis ich dann STGs krieg und dann sind die unzerstörbar.
Oh, den muss ich auch mal reparieren. Hat wirklich jemand Reparaturfähigkeit? Ne, du hast. Ja, wir sind, ich sehe hier schon ziemlich weit. Aufklärung. Und ja. Der Feind nimmt unser Territorium ein. Das ist natürlich ärgerlich hier. Vielleicht soll ich da mal. Ah, ich habe keine Minen. Was mache ich da jetzt? Pionier kommt da zur Hilfe. Du solltest den jetzt. Da, jetzt hat es geklappt, okay. Scheiße, du kommst hier noch an die Front, verstärkst die Stellung. Und dann cappst du hier das mal. Nein, du bist Spezialist fürs Cappen, okay. Tja, mein Jägertrupp, der nimmt dann hier oben noch irgendwas ein. Und ja, hier muss ich jetzt warten, bis ich hier connected habe. Ich denke mal, ich kann mit dem hier trotzdem mal noch den Zehner wiederholen. Hier unten. Und fleißig. Hier ist extrem cool. Da kann ich hier schön Schaden machen. Vielleicht sollte ich mir auch mal drüber nachdenken. Eine Panzerabwehrkanone. Aber ich gönne mir lieber so einen Panzerwerfer und versuche dann die Base auseinanderzunehmen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier muss ich natürlich aufpassen, ist auf Wert 1. Da ziehe ich mich auch lieber zurück. Ich will jetzt nicht nochmal diesen teuren Jägertrupp verlieren. Das wäre echt absolut katastrophal. Aber ich denke mal, ich habe jetzt trotzdem wieder eine ganz gute Position. Auch jetzt hier kann ich mich schön verteidigen. Mit drei Schrecks an der Front. Der kommt dann auch noch an die Front. Hier soll ich vielleicht mal reparieren. Und dann warte ich jetzt auf die 100 Munition, um wie gesagt auch hier die STG auszugeben. Und dann sammle ich da ein bisschen Erfahrung. Ah, hier kommt jetzt unser schwerer Panzer. Scheiße. Verdammt, habe ich nicht irgendwo einen Panzerabwehrtrupp da unten? Ja, dann capst du das noch fertig und dann jagst du den Panzer. Ja, das macht keinen Sinn. Na los, komm schon. Zack, du hast auch zwei dabei, du kannst das. Ja, einfach ein bisschen Schaden machen und dann zieh ich dich auch zurück. Dann mein Nummer 2 kommt hier hin. Du machst das hier. Was Cap-Auftrag passt. Ah, jetzt komm, ich will dich sterben sehen. Ja, natürlich könnte ich jetzt auch hier mit Panzerschrecks ausrüsten. Wo ist hier wird irgendwas angegriffen? Nichts Effektives, dann meinen Panzerwerfer bringe ich jetzt vorsichtig auch an die Front. Und ja, danach muss ich mal eine VP einnehmen. Wäre auch nicht schlecht, dann rückst du hier vor, machst das hier kaputt. Der Jägertrupp. Ah, endlich. Perfekt. Achtung, der Feind rückt vor. Und wie sehen die eigentlich aus? Sehen die Elite aus? Ja doch, die sehen ganz nett aus. Muss ich sagen. Und dann hier noch zwei Schüsse. Ein Schuss, zweiter Schuss. Jawohl, Motor zerstört. Und du stellst dich schön hier hin. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Hier sieht es auch stabil aus. Auch wenn hier doch ab und zu was kaputt geht. Vielleicht versuche ich nochmal so Haufen-Track an die Front zu bringen. Erfahrungsbonus, wir geht schneller weg. Den Blitzkrieg angreifen. Sehr gut. Okay. Ihr seid jetzt auch hier an der Front angekommen. Jawohl, sieht alles ideal aus. Endlich mal wieder das Erfolgserlebnis. Habe ich auch mal wieder gebraucht. T4 steht auch schon. Kann ich mir da auch irgendwann mal einen Panther leisten? Tiger. Ja, da spare ich jetzt mal drauf. Oder vielleicht doch lieber noch ein Stück. Nee, lieber ein Panzer 3. So, das hier bekommt jetzt mal ein Shortcut 4. Kommt hier auch an die Front. Und Panzerwerfer. Dann schauen wir mal, was du so drauf hast. Einfach mal da rein. Und auf geht's. Zack. Sterbt. Scheiße. Ja, ist doch ordentlich, was der macht, der Panzerwerfer. Zumindest ist es nett, wenn man den hat. Wär's mal meine Panzerabwehrtruppe. Das machen, wozu sie da sind. Nein. Meine Jäger können hier an der Front auch ein bisschen Schaden machen. Und hier habe ich einfach eine geile Stellung. Und du kommst einfach mittendrin. Das ist auch ein MG und dann können wir hier schön wieder refreshen. So mag ich das. Du bekommst noch einen dazu. Du bekommst noch einen dazu. Haben wir hier irgendwo Sanitäter? Ja. Dann kannst du dich mal heilen. Sofern ich Munition habe.
Dann müsste ich jetzt hier noch von der Front irgendwas abziehen. Wir verlieren einen Sektor. Oder ich warte einfach, bis mein Panzer fertig ist. Also wenn ich einen Panzer in Auftrag habe, gönne ich mir lieber noch Panzer 3. Oder ich warte dann irgendwie später auf den Tiger. Das ist vielleicht vernünftiger. Jetzt bin ich hier zurück und ich habe hier jetzt nur 2. Hatte ich nicht noch mehr? Nee, dann muss ich wohl einen von hier oben abziehen. Dann habe ich hier wohl noch einen verloren, okay. Tja, das ist jetzt nicht weiter tragisch, aber auch nicht toll. Kann ich hier irgendwas cutten? Ich könnte mir den hier holen, aber der bekommt hier eh nicht besonders viel Ressourcen. Also für den ist mir das eigentlich ziemlich egal. Du kannst hier noch ein bisschen auf Jagd gehen. Du kannst refreshen und dann warte ich einfach auf den Tiger. 140 brauche ich. Vielleicht dann doch das dann noch nach unten ziehen. Da muss ich eigentlich nur da ein bisschen nach hinten. Melde Geländeverluste. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Und dann kommt jetzt noch ein Schuss. Und du kannst dann hier auch mal nach unten laufen, um den hier zu sichern. Du machst das, dass hier schneller mein Tiger fertig wird. Jawohl. Was hast du? Du hast Aufklärer. Gut, dann kannst du erobern. Perfekt. Dann. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wie sieht es hier an der Front aus? Muss ich refreshen? Muss ich nicht reparieren? Kann irgendjemand noch nicht reparieren? Da muss ich schauen, dass hier noch jemand wegbekommt und dann reparieren kann. Vielleicht die Jäger. Vielleicht einfach mal hier rein. Vielleicht liegt da noch irgendwas rum. Kesselschlacht. Nein, ich warte lieber auf den Sturmtiger. Und dann sicherst du das mal. Du gehst hier auf Panzerjagd. Gibt es hier keine Infanterie mehr, die ich jagen kann? Keine Pioniere mehr. Das wäre jetzt irgendwie nicht so schön. Du kannst einfach nochmal hier ein bisschen reinfeuern. Da ziehe ich mich dann lieber zurück. Habe ich noch was zerstört? Perfekt. Und ja, wie sieht's aus? Bald. Vielleicht gönne ich mir noch so einen Panzer. Nee, dann mache ich doch lieber irgendwas anderes. Gibt es denn noch irgendwas? Mörser? Vielleicht noch so ein Infanteriegeschütz, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Die Einheit habe ich nämlich noch nicht gehabt. Zieht euch zurück, sonst verliere ich euch wieder. Ihr dürft refreshed werden. Habe ich nicht einen Pionier runtergeschickt? Doch, dich. Ist auch angeschlagen. Okay. Und du? Stellst dich hier wieder auf. Ja, du kannst jetzt mal reparieren. Perfekt. Ja, von mir aus auch. Ja, hier sieht es alles sehr, sehr gut aus. Den Pionier, das hier refreshen und hier einfach mal ein bisschen zu scouten. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Und dann kann ich mir auch dementsprechend mal so ein Feldgeschütz holen. Und dann gehen wir wieder auf Offensiv danach. Kesselschlacht, nee, wollte ich nicht, habe ich gesagt. So, was gibt's hier noch? Du läufst runter, um das hier zu reparieren. Du läufst mal da hoch, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, falls du was findest. Und sonst haben wir unten nichts mehr. Perfekt. Ja, jetzt kann ich euch wenigstens mal ein bisschen mehr Action zeigen. Und ja, dass ich auch gewinne, dass ein bisschen mehr Spaß macht. Fliegt ordentlich was in der Luft. Und ja, Welt 3. Hoffentlich bekommt ihr auch bald Welt 4. Das wäre auch nett. Und ja, ich könnte jetzt auch mal ein paar Minen legen hier. Obwohl, ne, ich habe nicht so viel. Spare ich lieber. Auf jeden Fall, das gezielte Feuer brauche ich gar nicht. 4 habe ich, 1 brauche ich noch. Und ja, ich kann es auch nochmal hier zeigen. Und das ist jetzt toll mit Welt 3. Werden jetzt alle, bekommen jetzt irgendwie einen Bonus, glaube ich. Und werden alle geheilt. Ne, ich glaube, Welt 3 ist vielleicht, dass sie passiv geheilt werden. Ich weiß gerade gar nicht. Na, jedenfalls werden auch die jetzt geheilt. Hier oben kannst du mal. Was habe ich hier? Das Feldgeschütz. Hat eine gute Reichweite. Werde ich jetzt hier auch mal an die Front bringen. Vielleicht hier ein bisschen defensiv. Panzerwerfer kann bestimmt nochmal feuern und das kaputt machen. Und dann habe ich bald einen Tiger. Und dann kann ich auch reiten rushen. Dann brauche ich noch Angriffstruppen. Vielleicht den Dingsbums kann ich euch noch zeigen. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt mehr die Einheiten noch vorstellen will. Und ja. Vielleicht gelingt es mir auch den 16er da oben zu sichern. Das wäre natürlich auch noch gut. Ich werde jetzt hier aber einfach mal. Was soll ich machen? Soll ich nochmal einen Jägertrupp holen? Nee. Also dann, Flakpanzer ist in Auftrag. Der dauert noch ein bisschen.
Tja, dann muss ich mal vielleicht doch. Ja, obwohl. Vielleicht doch mal mit meinem Trupp wieder hier hingehen. Und hier kann man wieder refreshen. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Und das leichte Feldgeschütz kommt hier gleich mal mit einer Salve da drauf. Und das braucht ein bisschen, dann können wir das mal anschauen. So ein leichtes Infanteriegeschütz. Ein bisschen direkte Feuerunterstützung und ja. Macht ein bisschen Schaden. So, dann haben wir jetzt hier unseren Flakpanzer. Da oben steht er. Sieht ziemlich cool aus, macht ordentlich Schaden, ist er wirklich nett. Das bringen wir auch mal an die Front, dann können wir zum Jägertrupp hier das hier sichern. Und jetzt fehlt ein bisschen Bevölkerungslimit für den Tiger. Ich weiß nicht, wie viel ich da brauche. Vielleicht schicke ich auch irgendwo einen Trupp in den Tod. Das ist ein Trupp, den ich nicht mehr brauche. Eigentlich würde ich die alle gerne behalten, die hier sind. Panzerwerfer kann hier dann auch mal drauf schießen. Ich kann auch bald das beste Fahrzeug holen. Sturmtiger. Ja, hier mache ich auch noch ein bisschen Schaden, klar. Perfekt. Und da kommt dann auch mein Flakpanzer. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen selbst, um den da reinzuschicken. Hier oben steht nicht mehr viel. Brauche ich jetzt für meinen Tiger? 14 brauche ich, ja, gut. Dürfte ja bald sein, wenn ich ein bisschen erober. Du musst auch nicht rumstehen, du kannst sie auch erobern. Theoretisch müsste er jetzt auch ziemlich schnell erobern. Ja, passt. Ist ziemlich schnell. Du unten sollst noch reparieren. Und ja, der kann auch wieder ein bisschen Munition haben. Ja, okay, das war jetzt nichts. Und wir sehen auch hier an diesem gelben, diese Fähigkeit, wo ist er hier? Panzerkrieg, dass eben alle Einheiten Bonus kriegen, wenn sie in der Kettenfahrzeug sind. Das finde ich extrem cool. Ich bin mir nicht sicher von den Werten her, was es genau macht. Aber ist bestimmt auf jeden Fall was Cooles. Du kannst mir das hier sichern. Und ja, jetzt habe ich es doch geschafft, die KI zurückzudrängen. Werd mit dem Panther, mit dem Tiger dann letztendlich vorstoßen. Ja, habe ich jetzt ein paar Mann verloren. Ich weiß auch nicht warum. Aber ist eigentlich egal. Vielleicht kann ich auch meinen. Naja, den wollte ich nicht. Wo ist es? 4. Wo geht der da oben zu? Schwer. Mein Panzerwerfer kann nochmal eine Salve da reinbringen. Hier mache ich mal indirekt. Da. Ja, da habe ich jetzt natürlich in den Wald reingefeuert. Dann muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen noch. Aber ja, ich denke mal, das wird alles was. Kann ich mir den Tiger jetzt leisten? Jawohl, der Tiger wird jetzt geleistet. Und kann ich hier gleich noch meine Einheiten verstärken. Jawohl. Und wir kommen jetzt auch in den Bonus. Du hier kannst mir noch das hier sichern. Munition habe ich ja genug, falls Panzer auftauchen sollte. Und auch bald repariert. Ja, sieht alles souverän aus. Ist vielleicht momentan ein bisschen langweilig, weil nicht so viel passiert, aber gut. Dann fahren wir eben mal einen Suizidangriff mit unserem Panzer hier rein. Ein bisschen Infanterie jagen, dass ihr mal den Panzer auch in Aktion seht. Oh, was steht hier? Nummer 1. Sehr schön, ja, wir sehen es hier auch. Los, schieß. Schieß, auf geht's. Zack, 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 zack. Tot, 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 das genagelt, jawohl. So, dann habe ich jetzt keinen. 5-Stunden-Tiger kann ich auch gleich holen, jawohl. Na gut, ich meine, den werde ich jetzt verlieren, klar. Logisch, der macht jetzt hier. Reißt jetzt hier nichts mehr. Okay, das war ein KV, Hauptgeschütz steht. Ja, das Ding ist jetzt tot, ist mir aber eigentlich auch egal. Ich habe jetzt dafür meinen Tiger. Der Tiger kommt hier hin und dann kommt noch ein Sturmtiger, also hier die große Tigerfamilie. 6 Sozial, Sturmtiger, Humbär. Und das ist so ziemlich das, was richtig geil ist. Das hat das rockt ordentlich, kann man mal so sagen. Ja, und damit ist die KI natürlich jetzt am Ende, auch wenn sie selbst ein ganz nettes letztes Aufgebot hat. Ich werde da einfach reinfahren und ich habe einfach so eine krasse Panzerung. Da kann er dann lange gegenschießen, wenn ihm das dann Spaß macht.
Ja, ich kann ihn jetzt ein bisschen ärgern. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Er zieht euch mal ein bisschen zurück. Tja, dann kommt der Tiger mal rein. Der Tiger kann ihn hier schön zerstören. Und du schießt dann hier schön da drauf. Dann kommt der Tiger. KV, macht mir keine Sorge. Der Tiger schießt jetzt mal da. Und wo ist mein Pumper? Ja, ihr könnt euch jetzt eigentlich mal nach egal. Bleib einfach mal da stehen. Hallo, Tiger. Ich sterbe. So, dann fahren wir da rein. Vielleicht. Tja, der Tiger hat natürlich auch kennen. Jetzt schießt der Pumper und jetzt schaut euch mal das an. Wir können jetzt mal die KV besiegen. Der Tiger, der muss natürlich aufpassen, dass er vielleicht so ein bisschen den will ich nicht verlieren. Und dann kann der auch mal da nochmal drauf schießen. Unterschaden. Ah, nein, ich will doch nicht den Tiger verlieren. Scheiße. Naja, dann brauche ich halt noch einen. Ich habe jetzt gleich noch ein Zeugnis mit. Ja, dafür der Pumper ziemlich gut, aber ich ziehe mich trotzdem mal zurück, denn der KV macht mich hier doch zu schaffen. Ja, hier habe ich jetzt auch einiges verloren. Kann jemand reparieren von euch? Du kannst reparieren, dann mach das doch mal bitte. Du schießt auch gleich nochmal da drauf. Und vernichtest hier noch Infanterie. Okay. Dann steigt ihr da mal schön ein. Der Tiger kommt jetzt auch gleich nochmal. Na, fuck. Ja, dann fahr jetzt einfach nochmal Kamikaze-Angriff da rein. Habe ich nicht hier noch irgendeinen Panzer oder so? Panzerabwehr. Den Panzer noch. Da steht jetzt aber noch ein Panzer, den ich meine. Ah, fuck. Naja, es ist nicht so, dass die KI da jetzt wieder rauskommt, aber. Zumindest kannst du mich hier nochmal nerven. Tja, dann machst du einfach mal blindlings. Ja, einfach mal blindlings hier rein. Scheißegal. Und hier, du fährst einfach mal in die Base rein. Machst ein bisschen Schaden. Out of control. Partisan. Okay. Partisan. Du musst natürlich sterben. Und da kommt man dagegen. Dann sind wir Partisan. Und das Tolle ist ja, dass diese Einheiten rausschießen. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt den hier down bekomme. Ja, die sollte jetzt richtig umschießen. Aber ich denke mal, das wird ganz gut. Der Tiger ist jetzt auch wieder an der Front. Schicke ich da gleich wieder rein. Ja, boah, was war das denn geil? Und jetzt hat auch der Jäger mal den 1 bekommen. Das hier konzentrieren. Vielleicht raus. Motor zerstören. Wir haben eine Einheit verloren. Ja, und jetzt sehen wir hier auch Elite. So sieht Elite aus. Absolut geil. Und mein Jägertruppe bekommt jetzt auch Elite. Die bekommt diese Heilfähigkeit. Und dann kann man gleich mal heilen. Und ja, das war's dann an dieser Stelle. Auch wenn da hinten noch was ist. Das stört mich jetzt nicht bloß. Das wird auch gleich vernichtet werden. Der Jägertrupp kann sich dann in Ruhe mal hier die Vorknöpfen weiteres einsammeln. Genau. Out of control, jawohl. Dann kannst du das hier zerstören. Du machst mal hier Feuer einstellen. Geht nicht. Scheiße, dann machst du nichts kaputt hier hin. Du fährst einfach mal nach hier nach hinten. Zieh hier ein bisschen zurück. Dann kann der Tiger noch ein bisschen schießen. Jawohl. Na, der Tiger soll das noch zerstören. Selber nicht getroffen. Ja. Naja, ich hab's auf jeden Fall gewonnen. Tiger auch noch an der Front. Kann noch das Kessel schaffen. Aber was bringt das denn? Geschwindigkeitsmodus. Das ist ein Kampfmodus. Ja. Blitzkriegangriff wird eingeleitet. Gut, jetzt stirbt es. Ja, wir können hier ein bisschen machen. Jawohl, auf geht's. Hier kämpft das hier nieder. Und ich weiß nicht, muss man das auch noch zerstören, dass man gewonnen hat. Jetzt komm schon. Ja, Welt 2, perfekt.
brauchen wir nochmal. Wir sehen, dass es jetzt auch schneller geht, weil wir zwei. Und dann zerstörst du das noch. Du kannst hier noch das ein bisschen zerstören. Panzerwerfer können wir nochmal schießen. Nee, ein Schuss, zack, tot. Ein Schuss, zack, tot. Und das war's dann auch. Ich habe gewonnen. War jetzt wieder so ein langes KI-Spiel. Ja gut, aber ihr konntet jetzt wenigstens mal die zweite Doktrin sehen mit diesen Jägern. Ich habe ja jede Einheit mal, ausprobiert. Was ihr jetzt vielleicht leider nicht gesehen habt, ist Panzerveteranstufen, dafür Infanterieveteranstufen. Und ihr wisst ja, was Panzerwett macht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, ich kann nur sagen, 43 Minuten, sehr, sehr lang. Gratulation, wenn ihr das bis zum Ende angeschaut habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schreibt ein paar Kommentare, ein paar Bewertungen. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao.